safety way. Ich bin jetzt sehr klug.
Vorher, weil dann hat der Karl noch eine reelle Chance, dass er einen Scheit Bogen kommt. Ja. Okay. 150 Bar. Eisscholle hinter dir. Wir waren neulich zum Jahreswechsel.
Wir haben heute eine Eisrettungsübung gemacht, aus dem Grund, dass wir jetzt einfach die letzten Tage vermehrt Minusgrade hatten und somit auch viele Seen und auch jetzt hier zum Üben das Freibad nutzen konnten, das einfach eine Eisschicht bildet und viele Menschen leider noch so leichtsinnig sind und die Gefahr nicht abschätzen können, ab wann ist das Eis dick genug. So kommt es dann doch auch mal vor, dass wir ausrücken müssen und um hier einfach zu wissen, wie man am besten vorgehen kann, machen wir solche Übungen. Also wir hatten jetzt einmal die Strömungsretter im Einsatz, die hier sowohl mit Schleifkorbtrage als auch mit Kombi-Carrier und zum Schluss noch mit dem Boot versucht haben, eine Person aus dem Eisloch zu retten, und war einfach vom Handling her abzuschauen, was funktioniert jetzt, was geht, was ist mit verfügbarem Material machbar. Und das haben sie relativ gut, zum Teil dann auch manchmal mit Diskussionen versucht, dann einfach bestmöglich die Person zu retten. Wir müssen auf jeden Fall noch dran arbeiten. Wir haben jetzt die letzten Jahre relativ wenig Eis gehabt, von daher ist das Übungsgeschehen halt auch ziemlich schwierig. Wenn der See dann mal nur 2 Zentimeter hat und sobald man reingeht, bricht man ein, dann ist klar, dann kann man da nicht so wirklich gut üben. Realeinsätze hat man zum Glück jetzt auch die letzten Jahre nicht, aber man sieht immer mehr über die sozialen Medien, wie leichtgläubig oder auch wie gutgläubig und sich dann aufs Eis trauen und man dann halt doch einbricht, und deswegen haben wir das jetzt auch wieder verstärkt aufgenommen. Also am besten natürlich ganz, ganz schnell und ganz, ganz laut um Hilfe rufen, schauen, dass man auf sich aufmerksam macht und vielleicht sogar versuchen, in Bewegung zu bleiben. Ich meine, das kalte Wasser macht den Körper müde und macht ihn auch wirklich, es tut dann relativ schnell weh. Von daher muss man wirklich gucken, dass man es sehr schnell auf sich aufmerksam macht. Ganz schnell den Notruf absetzen und sogar versuchen zu helfen. Also niemals alleine aufs Eis gehen, das erstmal definitiv. Aber man kann immer noch versuchen, eine Leiter zu finden, einen Asch zu finden, irgendwas der Person zu reichen oder irgendwas zuzuwerfen, an dem sie sich aus dem Eis hangeln kann. Schwimmring zum Beispiel, genau, wobei das an unseren Zehen leider nicht rumhängt. Da ist halt leider, muss man sich da dann der Natur bedienen, oder vielleicht ist irgendein Bauernhof in der Nähe. Man darf in diesem Falle auch leider von einem Privatgrundstück entwenden. Bin also zuständig für Taucher, für Strömungsretten im Einsatz. Und habe im Endeffekt diese Übung vorbereitet. Habe sie geplant, habe die Eisdicke jeweils kontrolliert, dass wir da auch wirklich drauf üben konnten. Wir haben geprüft oder haben geübt, was passiert, wenn ein Schlittschuhläufer oder eine Person, die übers Eis gelaufen ist, was passiert, wenn die einbricht und sich nicht an der Eisdecke halten kann, sondern untergeht, unter Wasser geht und wenn man die suchen muss. Wir versuchen erstmal, die Einbruchstelle an die Rand zu kommen, müssen unsere Helfer sichern, weil das Eis ja da schon brüchig ist in dem Bereich, dass die selber nicht in Gefahr geraten. Dann müssen wir den Taucheinsatz so weit vorbereiten, dass ein Taucher ins Wasser gehen kann und nach dem Verunfallten suchen. Und auch ein Sicherungstaucher für den Taucher da ist, der im Wasser ist, falls unserem Taucher was passiert, dass der auch gerettet werden kann. In dem Fall muss sich der Einsatztaucher, sobald er merkt, er hat keinen Kontakt mehr, muss er sich senkrecht unter die Eisdecke stellen, also mit Kopfkontakt zur Eisfläche oben. Und der Sicherungstaucher geht rein, taucht seine komplette Leinenlänge, das sind 50 Meter, aus und versucht mit seiner Leine, indem er dann einen großen Radius taucht, versucht er den vermissten oder den verloren gegangenen Taucher einzufangen. Sobald man im Endeffekt mit dem Kopf unter Wasser kommt,
kriegt man einen Schock ein bisschen. Also man kriegt durch diesen Schreck, versucht man erstmal tief einzuatmen, was unter Wasser ziemlich schnell dazu führt, dass man keine Luft mehr bekommt. Unter Eis ist es für den menschlichen Körper besser, weil die Körpertemperatur schnell runtergeht, hat man eine größere Überlebenschance, wenn man ertrinkt, wie wenn man im Sommer ertrinken würde. Wenn man sich noch was machen kann, versuchen das Loch zu finden, dass man zumindest atmen kann. Wenn es nicht mehr geht, dann müssen wir Taucher definitiv suchen. Sobald eine Person unter Wasser gegangen ist und nicht mehr von selber an das Loch kommt und aus dem Wasser rauskommt. Als erstes die Notrufnummer wählen, bevor man überhaupt mal was macht. Weil wenn man dann selber mit drin liegt, dann sind zwei im See und keiner hat einen Notruf abgesetzt. Dann sich versuchen, eine Möglichkeit sein Gewicht zu verteilen, entweder flach liegend auf dem Eis fortzubewegen oder dann auch mit langen Ästen, mit Leitern, was vielleicht irgendwo in der Nähe sind, versuchen, den Verunfallten zu erreichen. Es hat relativ gut funktioniert. Wir haben gesehen, an welchen Punkten wir noch was zu suchen, was zu üben haben. Es war jetzt wieder die erste Eisübung seit langem, weil wir die letzten Jahre nicht die Möglichkeiten hatten, im Eis zu tauchen.
Ja, warum nicht?